Ja, also seid gegrüßt zum letzten Video dieser Reihe, wo es darum geht, euch die Häuslein vom Mäuseroulette vorzustellen. Das Häuslein, das ihr jetzt seht, steht nicht im Mäuseroulette, sondern oben drauf. Zumindest wenn ich Pause mache. Darum hat das Häuslein eigentlich auch zwei Funktionen. Die Hauptfunktion ist das, dass es dieses Häuslein der Griff ist, um die Plexiglasplatte, die in der Pause zum Schutz auf dem Mäuseroulette ist, unterzuheben. Und die zweite Funktion, das seht ihr gleich, dann wird es auch schlüssig, warum da vorne drauf Danke steht, wenn ich ein bisschen zur Seite rüber drehe. Und zwar seht ihr da schon, dass da jetzt oben im Dach ein Schlitz so langsam ins Bild kommt. In diesen Schlitz darf jeder, der einen Taler oder auch ein bisschen Kupfer, was auch immer übrig hat, natürlich an Zahlungsmitteln, den Müll möchte ich da bitte nicht drin haben, da was hineinschmeißen. Und so quasi mir ein kleines Dankeschön geben für die ganze Mühe, die ich mir gemacht habe mit dem Mäuseroulette und die Trinkgeldkasse der Mäuse so etwas aufzubessern. Das Häuschen ist nicht geschnitzt, sondern ist komplett mit dem Brennpeter bemalt bzw. gebrannt. So relativ einfach, dass da möglichst wenig kaputt gehen kann, weil es ja direkt draußen steht, auch wenn niemand direkt am Mäuseroulette ist. Es ist zwar auf den Märkten so, dass die Nachbarn eigentlich immer gut auf die Stände aufpassen, wenn man mal aufs Klo geht und so. Da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, aber dennoch möchte ich da auf Nummer sicher gehen, dass das, was dann noch zu sehen ist, auch recht robust ist. An dem Häuslein, das seht ihr auch, wenn ihr mal ganz genau hinschaut. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Hier dran MB für Markus Breik 2019. Das habe ich gemacht, einfach um so ein bisschen die Jahreszahl zu verewigen. Und wenn ich jetzt gerade schon mal stehe, dann schaue ich doch mal, was da für ein Zettel drin ist. Was haben wir denn da? Ja, wie immer, es folgt eine kleine, kurze Werbepause. Willkommen in meinem kleinen Laden. Heute gibt es nicht etwa meinen Hut, sondern den Aufnäher, den ihr da seht. Und zwar ist das Ganze ein Material, das sich anfühlt wie Leder, das auch aussieht wie Leder, ist aber ein Papierwerkstoff, nennt sich SnapPap. Ihr kennt das Material wahrscheinlich von Jeans-Labeln, da wird es nämlich auch sehr häufig verwendet. Das Material darf in die Waschmaschine bis 60 Grad, darf gebügelt oder in den Trockner geworfen werden. Hier habe ich mit dem Laser einfach meine Maus drauf graviert, habe die Löcher zum Nähen reingestanzt und wie das Ganze aussieht, hier aus der Nähe, da sieht man so ein bisschen die Struktur vom Leder. Man sieht auch schön, dass da die Löcher schon vorbereitet sind und das Ganze findet ihr unter www.maushausen.net. Ihr wollt euer eigenes Logo auf dem Material haben als Aufnäher? Kein Thema, meldet euch und wir schauen mal, was sich da realisieren lässt. Viel Spaß weiterhin beim Video! Die Werbepause ist zu Ende, wir sind wieder da und ihr könnt euch die zweite Seite vom Griff bzw. vom Häuschen außerhalb des Mäuseroulettes anschauen. Da haben wir ein Putzenfenster, wie es an der Taverne zu sehen ist und sonst auch gemauert. Auch hier auf dieser Seite ist das Mäuselogo am Dach und bei dem Häuslein, weil es theoretisch ja von allen vier Seiten angeschaut werden kann, ist natürlich auch die Rückseite gestaltet. Das könnt ihr jetzt allerdings noch nicht sehen, da der Drehteller nicht komplett um die ganze Achse herum drehbar ist, sondern nur eben zu drei Vierteln. Darum habe ich jetzt einmal kurz den Teller zurückgedreht und ich kann jetzt hier in aller Ruhe
euch auf die Rückseite schwenken lassen. Wie ihr seht, ist die Rückseite hier mit Natursteinen gemauert worden, ist nicht mit Ziegeln gemauert worden und unten dran steht natürlich auch das www.maushausen.net, wo ihr jede Menge Fotos und Bilder findet über das Mäuseroulette und natürlich auch über die anderen Projekte. Das war's mit dem Video. Ein Video zu dieser Reihe wird jetzt noch kommen und zwar geht's in dem Video dann ganz lustig zu, weil da kommen die ganzen Outtakes. Ihr könnt euch sicherlich denken, dass wenn ich sowas mache, dass das nicht auf Anhieb funktioniert. Das Video kommt jetzt dann wahrscheinlich in einer Woche, vielleicht auch etwas früher, das werden wir sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, unten dran gibt es die Möglichkeit, den Daumen hoch zu drücken. Wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich auch die Möglichkeit, den Daumen runter. Und ganz wichtig, es gibt die Kommentarfunktion. Da würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, wie euch das Ganze gefallen hat. Anregungen, Tipps und natürlich auch Kritik dürft ihr da gerne loswerden. Gehabt euch wohl!